willkommen in der letzten Session Agile Freiwilligenkoordination und kooperierende Netzwerke. Ich freue mich sehr, hier Wolfgang Mulazik von Tatkräftig e.V. begrüßen zu dürfen. Als Digitalmanager des Vereins wird er uns Einblick geben in die Organisation und uns zeigen, wie man als Organisation agil auf ungeplante Veränderungen reagieren kann und wie es zu Tatkräftig e.V.'s Projektreihe Tatkräftig fürs Klima kam, wie man dazu kam. Genau, und ich übergebe das Mikro an dich, Wolfgang. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich bin Wolfgang vom Tatkräftig e.V. und kümmere mich da um die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer digitalen Tools, aber halt auch der Arbeitsweisen halt, ne? Also das denken wir immer zusammen. Zum Tatkräftig generell, also da gab es ja einleitend schon ein paar Worte. Wir sind Hamburgs Einstieg ins ehrenamtliche Engagement und organisieren Hilfseinsätze nach dem Prinzip ein Team, ein Tag, ein Ziel. Bisher immer mit dem Schwerpunkt auf Sozialem und Kultur, was natürlich jetzt gerade im letzten Jahr unter vielen Einschränkungen gelegen hat. Deswegen haben wir uns da halt eben auch überlegt, jetzt den Schwerpunkt Umwelt mit reinzunehmen, weil es da eben viele Möglichkeiten gibt, Projekte auch draußen stattfinden zu lassen halt. Wo es immer darum geht, also wenn wir uns überlegen, wie wir so Hilfseinsätze organisieren, es geht halt auf jeden Fall darum, halt Begegnungen auf Augenhöhe zu schaffen, neue Perspektiven für die Freiwilligen. Und es geht halt vor allem darum, auch Spaß und Lust auf mehr Engagement zu wecken. Und mit Hilfe der Digitalisierung wollen wir eben erreichen, dass sich wieder mehr Menschen physisch vor Ort treffen. Also uns geht es auf jeden Fall nicht darum, dass sich Menschen digital zu vernetzen. Das ist eigentlich gar nicht unser Ziel, sondern Digitalisierung ist eher halt der Weg dafür, ne? Und generell, dass am Ende halt eben mehr Miteinander und Zusammenhalt in Hamburg gibt. Genau. Und im Titel der Session steht ja auch das Wort Agilität. Und so, da schwingt ja auch immer mit das Experimentieren mit. Deswegen ist meine Session heute auch so ein Experiment für mich. Also ich werde nicht einfach so eine Präsentation machen, sondern ich versuche das Ganze mit Metro Retro umzusetzen, dass sowas ähnliches wie Mural oder Miro, was vielleicht einige von euch auch schon kennen. Metro Retro selber ist Open Source und das ist ein Tool, das wir jetzt gerade in der Zeit des Homeoffice für unsere Strategieentwicklung intensiv genutzt haben. Deswegen war dann eben meine Idee, die Session heute auch damit umzusetzen und quasi da mit euch dann auf die Reise zu gehen, wie wir so tatkräftig fürs Klima gekommen sind, unsere neue Projektreihe. Und dafür, wenn ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Ja, hier sehen wir jetzt einmal das Metro-Retro. Sollen wir einmal reinzoomen? Also das hier ist Metro-Retro. Ich habe mir das jetzt so überlegt in der Session heute. Also die funktioniert auch so, wenn ihr einfach nur zuschaut und mir folgt. Ich werde jetzt einmal von links nach rechts durchgehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, optional damit reinzugehen. Mhm. Und da habe ich jetzt dir, Sanase, auch den Link schon geteilt. Genau, kannst du den würde ich einmal in die Runde schicken. Genau. Ihr könnt euch dort anmelden mit eurer E-Mail-Adresse und dann aktiv am Board teilnehmen, wenn ihr das möchtet. Genau. Ansonsten? Ist, wie gesagt, rein optional, aber jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, noch so ein neues Tool vielleicht kennenzulernen, halt noch so ein kleiner Hintergedanke. Wer will, kann aber einfach folgen. Ich sehe hier auch schon jemand rumfliegen. Wer ist denn das? Okay. Das bist du, Sanase, ne? Mhm, das bin ich. Okay. Okay. Wie gesagt, ich werde jetzt mit euch einmal von links nach rechts hier auf eine Reise gehen. Am Ende steht Tatkräftig fürs Klima. Bei uns ist halt so, unsere Arbeitsweise war eigentlich, ja, wir haben uns immer persönlich vor Ort getroffen, immer viel Zusammenarbeit im Büro oder auch bei den Teammitgliedern zu Hause. Standen dann auch vor einer riesengroßen Herausforderung, wir machen einmal im Monat ein Teamtreffen, halbjährlich ein Strategietreffen und standen halt eben vor der Herausforderung, wie wir das irgendwie digital abbilden können und haben uns natürlich dann auch so mit diversen Tools mal rumprobiert. Da war auch Mural dabei, Miro und hatten dann eben halt auch Metro Retro dabei. Das ist ein Open Source Tool, kostet nichts.
Und das hat für uns so ganz gut funktioniert. Und ich werde das Ganze hier jetzt auch einmal so ein bisschen abspielen, wie wir ja so von der Sammlung, also was ist eigentlich so unsere Mission und Vision, also um das nochmal zu stärken. Sieht hier den Wind, was treibt uns aktuell zur Veränderung an, also die ganzen Einschränkungen und so weiter. Das hat auch alles seine positiven Seiten gehabt. Hier unter Stein und Fels sieht ihr, welche Risiken haben wir aktuell bei der Organisation unserer freiwilligen Einsätze. Also Beginn dem letzten Jahr bis heute. Und hier beim Anker, was sind die aktuell gegen Umstände, die uns aufhalten? Woran müssen wir arbeiten oder können wir arbeiten? Genau, unsere Vision, die steht immer unter dem zentralen Motto, ein Team, ein Tag, ein Ziel, kann man sich ganz einfach merken. Ich habe jetzt hier auch schon mal so kleine Karteikarten vorbereitet. So, ein Team heißt für uns, also wir vermitteln keine einzelnen Freiwilligen, sondern immer Teams ab 5 Personen. Also es ist immer eine Gruppenveranstaltung, es geht um Teamwork und solche Sachen. Unsere Projekte leben von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Also es ist nicht so, dass man halt klar den Hilfeempfängern Hilfe anbietet, denen Gemeinschaft spendet, aber auch, dass es die Freiwilligen selber untereinander ein Team bilden und eine Gemeinschaft bilden. Und dass halt am Ende die Erkenntnis dasteht, dass man zusammen an einem Tag eben sehr viel erreichen kann. Ein Tag steht für, unser Angebot ist ideal für Menschen mit wenig Zeit und auch für Menschen, die sich ungern binden wollen, die keine Folgetermine eingehen wollen, sondern nach einem Tag, also die Projekte gehen immer so 4 bis 8 Stunden, ist das Ganze dann auch erledigt. Also liegt unser Fokus auf Kurzzeitengagement. Und das Ziel ist immer, also wir wollen die Qualität immer hochhalten. Also wir investieren sehr viel in die Vorbereitung und in die Umsetzung der Projekte. Also auch im Nachlauf, wie bekommen wir Feedback von den Freiwilligen? Da stecken wir auch sehr viel digitale Kompetenz rein. Da komme ich dann gleich nochmal hinzu. Die Aufgaben sind immer vorab klar, also der Rahmen ist gesteckt. Es gibt ein konkretes Ziel, das dann am Ende auch in der Regel immer erreicht wird. Also am Ende haben wir auch immer ein Erfolgserlebnis. Und um dieses Kernkonzept dreht sich bei uns einfach immer alles. Also das muss auch bei Veränderungen immer Bestand haben. Also nochmal so der Link zur Agilität. Was für Probleme traten bei uns auf? Also unsere Kooperationspartner, also das sind die Einsatzpartner, zu denen wir die Freiwilligen schicken, das sind ungefähr 200 in Hamburg. Ja, die haben dann zu Beginn des letzten Jahres mussten die ihren Fokus auch verändern, also Richtung Aufrechterhaltung des Regelbetriebs. Also konnten jetzt nicht mehr sich dafür sorgen, irgendwie so Einstiegsformate anzubieten für neue Freiwillige, sondern die mussten gucken, dass das irgendwie alles noch am Laufen ist. Wir haben uns natürlich auch wie andere überlegt, na, können wir jetzt irgendwie digital was machen? Da gab es auch Pilotprojekte jetzt mit so Senioreneinrichtungen. Da hatten wir dann so ein Online-Quiz angeboten. Aber im Großen und Ganzen war das alles sehr beschränkt, weil die halt auch oft selber entweder die Technik nicht haben oder die digitalen Kompetenzen nicht. Kein Computerraum etc. halt, ne? Also das war auch schon mal ein Punkt, der da ausgefallen ist bei unserer Überlegung. Ja, und zum Großteil mussten die Kooperationspartner einfach auch absagen aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen. Das heißt, wir hatten einfach ein Problem mit bestehenden Kooperationspartnern und wissen auch, dass das Problem noch eine Weile bestehen wird, auch wenn das Ganze wieder hochfährt. Das heißt, so einfach warten bringt es auch nicht. Bei der Spendenbereitschaft, die finanzielle Situation bestehender Förderer und Dauerspender hat sich schon auch ad hoc verändert, nicht bei allen, aber bei einigen. Der Fokus hat sich vielleicht auch verändert. Und es gab natürlich dann jetzt auch, das sind bestimmt auch einige von euch festgestellt, dann hat natürlich auch viel mehr Organisationen einrichten, die plötzlich auf viel mehr Hilfe angewiesen sind. Deswegen gab es da halt auch eine große Konkurrenz, wenn man halt auf den Bereich setzt, den wir setzen. Gerade jetzt beim
Bei den Freiwilligen größter Knackpunkt bei uns im Angebot, 100% kontaktbasiert, mit wenig Abstand bei sozialen Projekten. Also wir machen halt viel im Kinder- und Jugendbereich oder mit Senioren. Da geht es einfach um Kontakt halten. Es gibt eine anhaltende Reserviertheit gegenüber Gruppenevents. Und halt eben dann auch eine sinkende Motivation, das Wagnis, Gruppenevent einzugehen halten. Und ein Schwerpunkt, über den wir uns auch finanzieren, sind Corporate Volunteering Projekte, Firmenprojekte. Und die haben halt zum Großteil einfach die Teambuilding-Maßnahmen auch gestoppt halt, ne, weil das System einfach zu heiß ist, auch das vielleicht ein paar Monate im Voraus zu planen, weil einfach unser Angebot da in der Hinsicht nicht mehr richtig passt halt. Oder die eben halt auch mit eigenen Problemen zu tun haben, ein für ihr Kerngeschäft sichern. Oder die Budgets wurden gänzlich gestrichen oder haben neue Schwerpunkte. Bei der Projektkoordination, ja, hatten wir einfach einen riesengroßen Aufwand durch die Absage von feststehenden Hilfseinsätzen. Wir haben das halt immer wieder probiert. War auch schwierig, bestehende Einsatzpartner zu halten oder jetzt in dem Milieu Kultur und Sozial einfach neue zu gewinnen, weil die halt einfach generell alle reserviert sind. Keiner weiß, wir wissen nicht, welche Regeln morgen gelten. Teilweise, aber das hatte ich auch schon einmal erwähnt, haben die Hilfeempfänger auch gar keinen digitalen Zugang, dass wir da irgendwie was adaptieren können. Und unser Schwerpunkt einfach auf Anpacken Projekte legen, wo man im Team halt irgendwie anpackt vor Ort. Und wir haben halt eben auch hohe Auflagen aufgrund der Kontaktbeschränkung. Und wir betiteln uns immer als das einfache Einstiegsformat halt, ne? Und wenn das dann so kompliziert wird, ist es halt auch irgendwie schwierig. Genau. Ich sehe schon, hier sind schon neue Karten aufgetaucht. So, muss das auch ein bisschen auf die Zeit gucken, glaube ich. Ja, wir haben 20 vor, 13:43 Uhr. Okay. Aber so, die Anleitung dauert es ein bisschen länger, weil das so die ganzen Grundüberlegungen sind, so wie müssen wir uns sortieren und so weiter. Es gibt aber auch positive Sachen, also was treibt uns, was kann uns zur Veränderung antreiben, was ist so der Wind hinter uns. Da haben wir halt klar die frei gewordene Zeit identifiziert. Wir mussten eigentlich nahezu alle Projekte absagen, haben also die Möglichkeit, die freie Zeit für was anderes zu nutzen. Wir haben jetzt Zeit für Experimente, wir haben die Zeit für Teambuilding und die Zeit, dass wir uns vielleicht ein Stück weit neu erfinden. Das ist immer so alles, was so im Regelbetrieb auch oft zu kurz kommt. Dann haben wir uns überlegt, naja, was kommt nach Corona? Also wofür sollen wir die freie Zeit nutzen? Da haben wir halt klar das Thema Umwelt und Klima identifiziert. Was halt vor Corona schon ein Top-Thema war, was es danach auch wieder sein wird. Also davon gehen wir stark aus. Und es wird einen riesengroßen Wunsch nach gemeinschaftlicher Aktivität geben, die so groß ist wie nie zuvor. Also das merken wir tagtäglich. Da kommen E-Mails zuhauf rein. Wann geht's wieder los? Wann können wir was machen? Wir wollen endlich raus. Aber trotz alledem wollen natürlich schon noch immer Abstand, möglichst an der frischen Luft. Das wird halt einfach eins der Top-Kriterien sein. Und wir haben halt auch festgestellt, ne, wir sitzen im gleichen Boot, also mit unseren Einsatzpartnern. Das heißt, freiwillige Kooperationspartner und wir wollen Ansätze, wie miteinander Zusammenhalt wieder funktionieren kann. Also wie läuft das Ganze wieder an? Da sehen wir halt eben unser Netzwerk auch als Bearingspartner halt, ne, dass wir da zusammen neue Ideen entwickeln und uns das nicht im stillen Kämmerlichen ausbrüten. Und wenn sich die Gesellschaft wieder öffnet, wollen wir halt eben auch der Ansprechpartner und Inkubator sein. Also man muss hier und da Gemeinschaft auch wieder lernen halt, ne? Wie wagt man sich wieder zusammen irgendwie? Dann steht ja Digitalisierung im Eilverfahren. Na, Freiwillige und Kooperationspartner haben irgendwie digitale Kompetenzen erlangt, spricht ein bisschen dafür, ja. Vielleicht kann man doch ein paar Sachen digitalisieren von unseren Einsätzen.
Wir wissen auf jeden Fall, dass unser Software-Stack modular genug ist, um schnell auf Veränderungen zu reagieren, falls da die Anforderungen wachsen. Auf jeden Fall werden da die Ansprüche nach Corona größer sein als vorher, halt, ne, dass man da irgendwie auch solide aufgestellt ist. Das werde ich jetzt hier mal ein bisschen schneller machen. So. Genau, was sind aktuell die Umstände, die uns aufhalten? Ganz klar, Corona. Unsere Arbeit basiert auf menschlicher Nähe. Corporate Volunteering fällt kurz- bis mittelfristig aus. Keine Planungssicherheit. Unser Problem ist halt auch, dass wir uns da zum Großteil drüber finanzieren. Dann Homeoffice versus Büro. Also wir hatten anfangs echt oder auch immer noch Probleme, die interne Kommunikation zu regeln, weil uns dann teilweise die Tools gefehlt haben oder wir die nicht richtig eingestellt haben. Wir haben Kommunikationswirrwarr festgestellt, der Team Spirit hat ein bisschen gelitten ohne richtige Aufgabe. Also nur mit Warten kann man halt so ein Team jetzt auch nicht ständig bei der Stange halten. Ja, wir hatten teils veraltete Hardware, weil wir gar nicht so auf Homeoffice ausgelegt sind. Was uns tatsächlich auch hart getroffen hat, ist die Reichweite per Telefon. Sowas wie Cloud-Telefonie hatten wir bis dato gar nicht, haben es mittlerweile aber eingeführt. Wir mussten neue Teammitglieder integrieren. Ja. Und waren halt auch gar nicht so richtig auf das Thema Webmeeting und so weiter vorbereitet. Und letztendlich resultierte das dann halt auch viel in Stress und Frustration hatten. Und wir haben halt festgestellt, auch dass die Prioritäten der Gesellschaft eine andere sind. Und unsere Keywords Sozial und Kultur sind einfach schon intensiv durch Corona belegt. Das heißt, wir müssen da auch irgendwie einen neuen Kanal bespielen, neue Interessen bespielen. So, jetzt bin ich so ein bisschen durch so mit der ganzen Einleitung, was unsere Überlegungen zu Beginn des letzten Jahres waren. Haben dann unsere Köpfe zusammengesteckt und uns von allem frei gemacht und haben hier, ich nenne es hier Open the Magic Box, unsere Gedanken und Maßnahmen, die wir dann daraus abgeleitet haben. Ich habe es jetzt hier mal so in 4 Hauptteile unterteilt. Ja, Finanzierung. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir an neue Fördertöpfe durch neue Schwerpunkte und Zielgruppen kommen. Mit neuen Projektideen, also völlig neuen Projektideen, bringen wir auch Corporate Volunteering langfristig wieder zum Laufen. Frei gewordene Zeit nutzen wir für Experimente auch im Bereich Finanzierung. Also wir haben dann das Wagnis Crowdfunding einmal ausprobiert. Dafür hat uns auch immer komplett die Zeit gefehlt. Und die Corona-Hilfe ist jetzt nicht nur die staatliche Hilfe, sondern wir hatten auch anfangs eine Spendenkampagne. Und wir haben das Geld jetzt eben nicht zur Überbrückung genutzt, sondern haben es für die Erneuerung eingesetzt. Das war uns ein ganz wichtiger Punkt. Genau, eingesetzt für nachhaltige Projektinnovation. Wir haben uns zum einen überlegt oder uns vorgenommen zu überlegen, welche bestehenden Einsatzideen können wir digital adaptieren, also digitalisieren. Wir wollen aber auf jeden Fall unser Kernkonzept, ein Team, ein Tag, ein Ziel, nicht aufgeben. Wir wollen auch keine Wegwerflösung, sondern was auch danach Bestand hat. Das heißt, wir wählen so eine Mischung aus Innovation und Adaption. Und ein großer Schwerpunkt, neue Projektideen für draußen. Da kam dann auch recht schnell dann der Name Tatkräftig fürs Klima. Also wir hatten schon Jahre davor auch mit Umwelt- und Klimaprojekten experimentiert. Aber das war halt sehr sporadisch halt. Ne? Das war kein großes Standbein. Dann bei der externen Kommunikation, wie dringen wir wieder bei den Leuten durch, dass es uns auch noch gibt? Haben wir uns auch fest vorgenommen, eine positive Stimme zu sein im Grundrausch der ganzen News-Ticker, die uns so jeden Tag auf uns einprasseln. Auch wir haben festgestellt, dass es sowas wie eine Zoom-Fatigue gibt und dass es vielleicht auch langfristig nicht Sinn macht, alles auf die digitale Karte zu setzen, weil viele davon auch schon irgendwie ermüdet sind. Wir erzeugen auch eine Vorfreude, was kommt danach? Und wir wollen halt eben auch neue Keywords in den Online-Medien bespielen, neue Zielgruppen erreichen.
bei der internen Kommunikation, da haben wir wahnsinnig viel investiert. Also wir haben uns trotz finanzieller Engpässe auch für eine externe Beratung entschieden. Also Coaching, die uns da ein bisschen dabei unterstützen. Haben die Zeit genutzt, neue Methoden und Tools zu implementieren. IT zu installieren, die auch im Homeoffice gut funktioniert. Ja, mussten uns überlegen, wie sowas wie Feedback und Ideensammlung, Ideenfeedback, wie das auch im Homeoffice nicht verloren geht, wie funktioniert das Ganze. Also was wir gemacht haben, wir haben halt eine Datenbank, wo wir alle Projekte speichern bis 2012 zurück, auch mit Feedback, mit Bewertungen, Kategorien etc. Dann sind die dann auch einmal fast chronologisch einmal alle durchgegangen und haben geguckt, was können wir da so digital adaptieren. Da ist aber tatsächlich wirklich nicht viel übrig geblieben. Also hier bestehende Einsatz, das war halt eben dann der Auftrag. Können wir da digital was anbieten oder besser was ganz Neues? Wohin investieren wir die meiste Zeit? Haben dann festgestellt, tatkräftige Einsätze lassen sich nicht im großen Maßstab digitalisieren. Die Wirkung fehlt in den meisten Fällen. Digitalisierung ist und bleibt für uns ein Mittel zum Zweck. Das heißt, mehr Miteinander und Zusammenhalt. Das heißt, wir müssen den Lehrer für was Neues nutzen und daraus entstand dann die Idee zu tatkräftig fürs Klima. Zuerst haben wir angefangen mit Update Teamplay. Also wie können wir das Team neu aufstellen? Wie können wir unser Team wieder motivieren? Also der Frust war groß, die Enttäuschung, wir können unsere Projekte nicht mehr anbieten. Wie kommen wir wieder in die Startlöcher? Und jeder weiß, Neues macht Spaß und motiviert, als ständig die alten Pfade zu betreten. Ein motiviertes Team hat Lust auf Veränderungen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss auch immer schauen, dass man die Fähigkeiten des Teams gut nutzt. Also auch so jetzt von der Vereinsleitung, man muss die Fähigkeiten von seinem Team kennen und dann eben halt auch Verantwortung abgeben. Und jedem muss klar sein, dass er gebraucht wird, auch im Homeoffice, auch in der Zeit des Stillstands. Und da war eben einfach das Beste, halt so eine ganz neue Projektreihe anzupacken, was gänzlich Neues auch auf die Beine zu stellen. Das war ein bisschen schneller. Ja, und dann muss natürlich auch das Thema Angst und Sicherheit, muss man auch tangieren. Wir machen so eine monatliche Ampelrunde, in der wir private und berufliche Sorgen ansprechen, dass halt auch jeder mal weiß, wie es einem geht halt. Ne? Sehr klare Transparenz bei den Finanzen. Agilität heißt explizit nicht Chaos, also ohne Strategie keine Sicherheit. Es muss schon irgendwie so einen strategischen Rahmen geben, in dem sich dann aber das Team eigenverantwortlich auch bewegen kann mit eigenen Ideen. Und komplexe Projekte löst man einfach nur zusammen. Hier steht noch was, das habe ich nicht geschafft. Also wir führen auch so nicht nur das habe ich geschafft Liste, sondern auch eine das habe ich nicht geschafft Liste oder das streiche ich jetzt. Also zielt ein bisschen darauf auch ab, Fehler sind erlaubt, solange alle davon lernen. Also vielleicht hat man sich oft zu viel vorgenommen. Das muss man auch recht schnell erkennen und das einfach von der Agenda nehmen. Ja, beim digitalen Update, also bei uns war es tatsächlich so, dass wir rein softwaretechnisch eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Da komme ich auch gleich noch dazu. Bei uns mangelt es eher so an Hardware, die auch nicht auf Homeoffice ausgelegt sind. Also wir waren nicht dazu in der Lage, so dann, wenn das alle rüber zu switchen. Also das hat uns tatsächlich am Anfang sehr, sehr aufgehalten, auch die Kommunikation dann in hoher Qualität aufrechtzuerhalten. Haben uns dann auch recht schnell dran gemacht. Also wir nutzen für die Aufgabenplanung, Feedback und Ideensammlung das Tool Asana. Also gibt es auch Open-Source-Lizenzen.
Damit sind wir bisher echt gut über die Runden gekommen. Allerdings steht bei uns immer noch aus, dass wir so Tool einführen, sowas ähnliches wie Slack oder Teams zumindest. Das steht noch bevor. Also wir machen tatsächlich noch sehr viel über E-Mail. Ja, und auch beim Thema Webmeetings, Videotelefonie waren wir auch nicht so gut aufgestellt, weil ja, bei uns läuft einfach viel übers Persönliche. Und ganz wichtig, da haben wir letztes Jahr schon mit angefangen und werden auch dieses Jahr da sehr viel investieren in ein neues Zusammenarbeitsmodell. Also dafür nutzen wir eben auch die freie Zeit. Also bei uns war es halt auch so, dass sich kurz vor Corona die Teamstärke verdoppelt hat, weil wir ganz viel vorhatten. Also wir hatten wahnsinnig viele Projekte in der Pipeline. Das heißt, die müssten wir auch irgendwie integrieren. Das heißt, wir investieren in ein Teamcoaching, trotz knapper Finanzen, weil wir das einfach für ein gutes Investment halten. Und am Ende steht auch die Erkenntnis, dass Homeoffice so nicht mehr weggehen wird halt. Ne? Das heißt, wir müssen das Thema angehen. Ja, und als Spenden, jetzt komme ich zum Punkt Finanzierung und Sichtbarkeit. Und als spendenfinanzierte Organisation gehen Finanzierung und Sichtbarkeit einfach immer einher. Und man muss halt auch klar sagen, wenn man Hilfe braucht. Das war eben so der Fall bei uns Anfang des Jahres. Aber auch da war uns auch schnell klar, sowas ist halt nicht wiederholbar. Also man bekommt Hilfe und dann muss man auch was Sinnvolles mit dem Geld machen, gerade als spendenfinanzierter Verein. Wenn man das jetzt nur zur Überbrückung nutzt, ist ja nicht so eine gute Idee, sondern ja, man muss es einfach auch für was Neues dann einsetzen. Hatte ich auch schon eingangs erwähnt, ein Schwerpunkt bei uns sind eben Firmenprojekte, Corporate Volunteering, ein großes finanzielles Standbein von uns. Und auch da müssen wir uns überlegen, wie das wieder zum Laufen kommt, wofür sich halt tatkräftig fürs Klima hervorragend eignen wird. Das heißt, wir wissen, die Firmen alle wollen raus. Klima- und Umweltschutz wird bei allen Firmen auf der Agenda stehen. Klar haben Firmen auch gelitten, aber viele Firmen haben noch unangetastete Budgets für Teambuilding-Maßnahmen und es wird halt Corona-formes Teambuilding wird 100% gefragt sein. Und in den letzten Jahren stand dann unsere erste Crowdfunding-Kampagne an. Da schlägt man ja so zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens halt Finanzierung und zweitens die Sichtbarkeit erhöhen. Das war halt für uns dann so der initiale Startpunkt für tatkräftig fürs Klima. Aber Crowdfunding ist halt so eine Sache, ist halt äußerst zeitaufwendig, wenn man das erfolgreich betreiben will. Ja, aber die Zeit hatten wir halt eben und ja, das war dann eben halt nicht so was wie ein Hilfeaufruf, sondern wir hatten eine neue Idee, die war fertig konzipiert, wir hatten neue Kooperationspartner. Wir stehen quasi mit tatkräftig fürs Klima in den Startlöchern und brauchen da nochmal so einen Finanzierungsanspruch. Und da war eben Crowdfunding eine super Möglichkeit. Und es eignet sich halt eben auch, um ein neues Konzept zu testen, schnell an Feedback zu kommen. Ja. Lieber Wolfgang, es sind jetzt noch 15 Minuten. Jo, danke. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen schneller werden. Jetzt zu unserem Netzwerk. Das ist eine unserer Stärken. Wir haben zum einen die Einsatzpartner, mit denen haben wir uns recht früh zusammengetan. Also es steht alles unter der Überschrift Lernen und neu verbinden. Das heißt, wir haben jetzt für tatkräftig fürs Klima neue Einsatzideen gemeinsam entwickelt, weil eben auch unsere Einsatzpartner neue Ideen für den Neustand brauchen. Also möglichst Corona-konforme freiwilligen Einsätze draußen im Garten etc. Und haben halt auch dann mit denen zusammen historische Projekte nach Adaptierbarkeit gescannt. Wir sammeln nach jedem Einsatz auch immer Feedback. Werten das dann auch in regelmäßigen Abständen aus, wie ist der Einsatz so gelaufen,
Es gibt eine Benotung dafür. Wir haben stetigen Zustrom an Menschen, die neuen Input liefern. Wir bekommen auch ständig mit, was so die Interessen der nachfolgenden Generationen ist. Das geht hier nicht rein. Also. Und zu den Freiwilligen gehören eben auch die Mitarbeiter von den Firmeneinsätzen. Ja, da horchen wir jetzt auch immer während den Einsätzen dann so ein bisschen um, ja, wie arbeitet ihr eigentlich? Was sind eure Prozesse? Was sind eure Methoden, um zu wissen, aus der Wirtschaft zu lernen? Das kann ich mal weg. Dann wird jeder tatkräftige Einsatz von ehrenamtlichen Projektbegleitern begleitet. Die sind im Grunde das tatkräftige Gesicht vor Ort. Die sind gleichzeitig auch unsere Multiplikatoren. Also neben den tatkräftig Einsätzen, wenn die mit ihren Freunden sprechen oder in der Schule oder in ihrem Arbeitsplatz, die geben uns halt auch fortlaufend Feedback, was machen wir gut, was machen wir nicht gut. Und hier neu, dann haben wir eben für tatkräftig fürs Klima haben wir nochmal ein extra Netzwerk aufgebaut. Das ziehe ich jetzt einmal hier hoch. Wir haben dann auch eine Honorarkraft eingestellt und haben noch ein paar Studenten gewonnen, die uns beim Netzwerkaufbau supportet haben. Das heißt, die haben recherchiert, was gibt es für seriöse und vertrauensvolle Organisationen, Einrichtungen im Bereich von Umwelt- und Klimaschutz. Also wir haben hier so als Beispiele Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, NABU oder der Bund. Die haben aber auch für uns Startups im Bereich Umwelt- und Klimaschutz recherchiert und haben uns so halt ein bisschen unterstützt. Also wir haben uns halt darum gekümmert, wie wir die neue Projektreihe technisch und visuell und halt auch im Team irgendwie umsetzen. Und die haben uns dann eben halt auch dabei geholfen, aus der Honorarkraft und die Studenten eben das Klima, das unser Netzwerk hinsichtlich Einsatzpartner im Bereich Umwelt- und Klimaschutz auch zu erweitern. So. Dann setzen wir noch auf ein großes Branchennetzwerk, also Branchen, mit Branche meine ich Freiwilligenagenturen. Also es gibt hier zum Beispiel die Verbände der Freiwilligendienste, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligendienste oder LACFA, Landesarbeitsgemeinschaft, wo auch immer fortlaufend bestehendes Wissen neu verbunden wird. Es geht auch darum, dass man nicht alles selber macht. Man hält rechtzeitig substanzielles Feedback, bevor man so eine neue Projektreihe startet. Und es hat auch eine Möglichkeit, Know-how auszulagern, also wenn es zum Beispiel so um Themen wie Recht und Steuern geht halt. Genau. So. Jetzt komme ich zu unserem agilen digitalen Setup, was halt so im Großen und Ganzen dann eben auch die Voraussetzung für die schnelle Umsetzung von tatkräftig fürs Klima war. Ich habe jetzt hier so eine kleine Grafik, also wir nennen das, haben das für uns mal Volunteering Management System getauft. Ihr seht jetzt hier tatkräftig.org, das stellt im Grunde so unsere Webseite dar, unser Aushängeschild nach außen und hier so eine Trennlinie. Ihr habt links hier ganz viel stehen, rechts eher wenig. Und es symbolisiert so ein bisschen für uns, dass wir halt die meiste Zeit und Energie in die Digitalisierung unserer internen Prozesse legen. Das ist so der Schwerpunkt, den wir für uns gesetzt haben. Und unsere Basics, die da so für stehen, ist, dass für uns Frontend und Backend immer klar getrennt sein müssen. Also Frontend ist, was die Freiwilligen sehen, wenn sie sich für die Webseite anmelden wollen. Und Backend ist das, was wir für die Projektorganisation nutzen. Das muss immer klar getrennt sein. Das heißt, dass man halt auch die Optik schnell ändern kann, ohne dass wir dann unsere ganzen Prozesse über Bord werfen müssen, die wir digitalisiert haben. Das ist die zentrale Voraussetzung für Agilität, aber auch Stabilität. Und hilft uns eben auch dabei, dass wir neue Funktionen, Apps, Dienste, jetzt habe ich einen kleinen Sprung gemacht. Hier geht's weiter. Wichtig ist, dass die Kernplattform, die man einsetzt, die muss über Schnittstellen erweiterbar sein.
führt dazu, dass so ein System dann eben auch modular ist, was einem dabei hilft, neue Funktionen, Apps und Dienste daran anschließen zu können und auch mal so Testballons zu fahren, ohne dass man dann gleich so ein riesen Entwicklungsprojekt hat. Diese Plattform, von der man sich entscheidet, ist ganz wichtig, dass die Datenhoheit hat, halt, ne? Also die Kerndaten, sowas wie Kontakte, Projektdaten etc., das muss alles an einem Ort liegen, dass ich mich da auch immer drauf verlassen kann, dass ich da ja, einen aktuellen Datenstand habe, auf dem ich dann weiterarbeiten kann. Wenn wir immer irgendwas entwickeln, dann werden diese Features immer in enger Absprache mit dem Team entwickelt. Weil, also ich bin im Grunde so der einzige Kopf im Verein, der das so alles aus der Entwicklungsseite beherrscht. Aber ich bin ja auch mal im Urlaub oder krank oder vielleicht gehe ich irgendwann mal, wer weiß es. Das heißt, die Abhängigkeit muss am Ende eigentlich schon immer gering sein. Wenn ein Feature fertig ist, muss das Team damit selber umgehen können. Also so muss das gestrickt sein. Wolfgang, wir haben noch 8 Minuten. Ja. Magst du noch da? Also, Schaff es gibt vielleicht am Ende auch noch Fragen. Okay, dann versuche ich jetzt. So. Okay, vielleicht noch der Punkt. Fokus auf interne Prozesse. Ja, wir denken immer aus der Sicht, wie machen wir dem Team das Leben einfacher und komfortabler? Und das ist eben auch ein Mittel, um das Team zu motivieren, wenn man Routinejobs vom Tisch kriegt. Und wenn der Motor halt einmal läuft, die internen Prozesse, dann hat man auch am Ende mehr Ressourcen für Neues. Kann schneller auf Veränderungen reagieren. Ja. Und hat am Ende halt auch mehr Zeit für persönlichen Kontakt mit den Einsatzpartnern, mit den Einrichtungen. Vielleicht noch die beiden Punkte. Qualität statt Masse. Also wir schreiben immer nur wenige Projekte zeitlich auf unserer Webseite aus, so 4 bis 5 im Schnitt, weil wir eben gucken wollen, dass das, was wir machen, planbar ist und die Projekte auch verlässlich stattfinden. Wir haben ein integriertes Feedback-System, also das wird letztlich bei unserer Webseite zugreifen und landet dann auch letztendlich in der Datenbank und kann zentral ausgewertet werden. Und was uns auch noch so ein bisschen herausstellt, ist, dass man sich bei uns maßgeschneiderte Projekte wünschen können, was vor allem die Firmen nutzen. Das heißt, die sagen so, stecken den groben Rahmen ab, was sie machen wollen und wo sie es machen wollen. Und wir machen es dann auf die Suche und organisieren so ein maßgeschneidertes Projekt. Und dann noch ein wichtiger Leitsatz, dass das Digitale bei uns immer im Hintergrund ist. Es geht einfach darum, einfach mitmachen zu können. Das heißt, wir wollen möglichst wenig Daten von den Freiwilligen haben und sie sollen möglichst wenig Klicks aufwenden müssen, um bei uns mitmachen zu können. Deswegen braucht man bei uns kein Login, keine Matching-Profile, um Einstiegshürden abzubauen. Man muss auch keine App installieren. Das fördert eben kurze Entscheidungswege zum Mitmachen, weil alles übersichtlich ist. Und es trägt auch dem Ganzen Rechnung, dass wir ein Einstiegsformat sind. Und die Digitalisierung im Schwerpunkt uns einfach dabei hilft, dass einfach alles reibungslos ablaufen kann und alle immer gut informiert bleiben. Genau. Das waren einfach so die Bullet Points. Und am Ende von der ganzen Überlegung und dem Prozess steht einfach, wie ihr seht, ein glückliches Team. Tatkräftig, das war hier beim Videodrehen, tatkräftig fürs Klima. Sollte jetzt eigentlich im März schon starten, aber müssen wir jetzt noch ein bisschen hinten rausschieben. Aber was haben wir damit erreicht? Mehr Sichtbarkeit in Hamburg, trotz abgesagter Einsätze. Wir können Erfolge kommunizieren, trotz der Krise. Wir haben unser Netzwerk erweitert. Wir haben gelernt, was man in kurzer Zeit alles erreichen kann. Haben neue Modelle zur Finanzierung ausprobiert. Haben eine nachhaltige Lösung, die uns durch die Krise bringt und danach funktioniert. Genau. Und haben eben auch eine Bewährungsprobe für das neue Zusammenarbeitsmodell. So. Damit wäre ich jetzt am Ende. Super, wow, vielen Dank für diesen Einblick in euren Verein und in die Arbeit eures Vereins. Ja, ich habe hier eben im Chat gesehen, dass Victoria von Sea-Watch eine Frage hatte. Victoria, vielleicht stellst du dich einfach auf Unmute. Genau, wunderbar, und stellst deine Frage.
hatte ich zwischendurch gefragt, weil es ja um agile Freiwilligenkoordination geht, was du hier unter agil meinst. Also ob ihr halt agiles Projektmanagement macht oder ob ihr genau was genau du unter agil meinst. Aber wie gesagt, am Anfang war mein Lautsprecher nicht richtig klar, deswegen vielleicht hast du es schon gesagt. Dass wir halt die letzten Jahre unseren Setup bearbeitet haben, um jetzt in der heutigen Zeit halt auch experimentieren zu können, ohne dass wir halt alles über den Haufen werfen müssen. Also wir finden uns halt aktuell mit unserem Kerngeschäft in einer recht komplexen Situation. Also es ist halt wenig planbar. Es gibt viele Faktoren, die wir beobachten müssen, viele neue Situationen, denen wir begegnen müssen. Das heißt, wir müssten da irgendwie halt als Team agieren können, aber halt nicht wirklich an einem Ort zusammen sein, so wie wir es irgendwie gewohnt sind. Deswegen, das ist jetzt vielleicht nicht agiles Projektmanagement, so wie man es aus dem Lehrbuch kennt, aber das war halt eben unser Verständnis der Form, unsere Form, wie wir das uns so ein bisschen erarbeitet haben, halt, also mit den Möglichkeiten, die wir so vorliegen hatten, halt. Ja, und das ist ja auch irgendwie toll, dass man sich heutzutage irgendwie auch seinem Umfeld immer beweglich anpassen kann, wenn neue Anforderungen kommen und da irgendwie nicht so starr ist. Das ist auf jeden Fall ein tolles Outcome auch aus der Arbeit. Gibt es denn noch weitere Fragen hier in der Gruppe? Keine Frage. Hier kommt noch der Hinweis openproject.org. Die schaue ich mir gerne mal an. Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn aktuell so die, habt ihr da schon die Plattform, steht die denn soweit schon, dass man sich anmelden kann? Aufgrund der Kontaktbeschränkung können wir jetzt auch aktuell diese Klimaeinsätze noch nicht anbieten. Also es ist im Grunde halt alles fertig, dass die Tage steht. Also wir haben auch die neuen Einsatzpartner dafür gewonnen, haben auch ordentlich Sachmittelförderung eingeworben, um halt, auch Bäume pflanzen zu können, Bachrenaturierung und so, ordentlich Material zu haben. Aber wir müssen aktuell halt noch die Füße stillhalten. Aber ansonsten haben wir die Landingpage, ob man das noch auf meinem Bildschirm hier sieht, tatkräftig.org/klima. Für die, die es interessiert, da findet man dann auch noch ein Video dazu, eine kurze Beschreibung, was wir da machen wollen. Und da werden dann auch die Projekte ausgeschrieben. Super. Ich kann das sonst auch gerne einmal hier in dem Chat nochmal posten. Ulrich Möbius stellt noch eine Frage in den Chat und sagt, er wäre an euren Erfahrungen mit Salesforce interessiert. Ja. Was könnt ihr damit umsetzen? Was kostet es und wie ist die Umsetzung? Unterstützung, pardon. Also Salesforce kostet uns, ich glaube, 380 Euro im Jahr. Das ist relativ günstig für das, was man in der normalen Wirtschaft zahlt. Also Salesforce selber haben wir seit 2012 im Einsatz. Das ist im Grunde das Kernsystem, von dem ich vorher gesprochen habe. Und wir haben Salesforce mit unserer Webseite verknüpft. Das heißt, die ganzen tatkräftigen Einsätze, die verwalten wir seit 2012 in Salesforce. Also Projektbeschreibungen, Kategorien etc. Und über eine Schnittstelle werden diese ganzen Daten an die Webseite ausgeliefert und dargestellt. Wenn sich dann ein Freiwilliger über die Webseite für das Projekt registriert, wird diese Registrierung dann auch an Salesforce übersandt und dann halt die ganzen Teammitglieder informiert. Und dafür habe ich halt ein WordPress-Plugin programmiert. Also wenn da generell Interesse besteht, dass ich das auch mal so vorstelle oder zeige, dann bin ich da gerne auch bereit dazu. Da müsste man wahrscheinlich da mal einen extra Termin machen, aber da kann man auch gerne meine Kontaktdaten dafür weitergeben. Wunderbar. Also sehr gerne sogar. Da gebe ich gerne meine Erfahrung weiter. Alles klar. Ja gut, dann bedanke ich mich für diese Session. Wir sind jetzt leider schon am Ende. Ulrich Möbius, ich schreibe mir das auf und dann gucken wir mal, dass wir eure E-Mail
dass wir euch in Verbindung miteinander setzen. Ja, klar, gerne. Und genau, vielen Dank für alle Teilnehmer, an alle Teilnehmenden. Und danke auch dir, Wolfgang, für deinen Vortrag. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Ausklang beim Summit. Und ja, vielen Dank und genau, auf bald. Ciao. Bald, tschüss.